Machen wir noch aus Schwarzeichenholz. Hier, nee, ich mache mir erstmal Treppen. Sonst komme ich nicht hoch. Vier Stück müssen eigentlich reichen. So, jetzt gehen wir mal hier runter. Einen müssen wir auf jeden Fall noch mal weiter runter gehen. Und hier haben wir jetzt was gefunden. Diorit. Okay. Das hätte ich eigentlich schon ganz gerne. Ach, wir werden auch so viel davon finden. So. Die Höhe müsste jetzt aber eigentlich reichen. So, das heißt, hier kommt noch Schwarzeichenholz hin. Hier kommt noch Schwarzeichenholz hin. Na, im Treppenbereich. Wie mache ich das denn? Oh, hier haben wir Eisen. Ich mache mal hier eine Fackel hin, damit ihr mehr seht. So. Ist jetzt die Frage. Das hier muss ich alles wegkloppen. Habe ich denn oben noch Schwarzeichenholz? Ja, habe ich noch. Boah, wir sind so zugemüllt. Wir müssen unbedingt. Die Sachen hier loswerden. Das geht ja gar nicht. Hier haben wir wieder Eisen, aber da kriegen wir jetzt auch wieder was dazu. Wir müssen jetzt ganz schnell einen Keller machen. Einen Truhenkeller. Das bringt nichts. So, das hier. Kommt alles raus. Auch noch raus. Haben wir denn noch eine Spitzhacke? Ne, wir müssen gleich erstmal wieder eine Spitzhacke machen. Nicht gleich, sondern jetzt. Ich bin ja bestens vorbereitet. Nein. Hoho. Ach. Eisen. 1, 2, 3. Ich würde ja gerne zwei Spitzhacken machen. Aber wir haben einfach keinen Platz im Inventar. So, hier kommen wir runter. Hier nehmen wir das normale Holz. Flupp. Hier müssen wir auch noch Schwarzeichenholz nehmen. Und ab dann hier hinter fängt dann unser Truhenraum an. Ja, so würde ich sagen. Machen wir das, damit wir eine kleine Abgrenzung haben. Ich weiß, da ist Eisen, das habe ich auch gesehen. Nur halt ist damit wir, wenn wir hier runterkommen, damit das schön aussieht. So. Und jetzt können wir nämlich anfangen, das hier auszuhöhlen.
hoffe, ich habe jetzt keinen Denkfehler hier. Kommst jetzt noch mal weg. Dann können wir ja hier eine Türe reinmachen. Haben wir nicht sogar noch Türen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben die Türen alle gebraucht beim letzten Mal, ja. Dann würde ich sagen, machen wir einfach nur eine normale Türe rein. Zack. So, und der Rest kommt jetzt hier weg. In die Tiefe können wir immer noch gehen, das ist ja kein Problem. Bruchstein, wir machen das jetzt hier erstmal so provisorisch. Jetzt müssen wir auch mal schauen, wie groß wir das Ganze machen wollen. Denn so ein Truhenkeller braucht einiges am Platz. Ich weiß ja nicht, ob ihr damals das Let's Play von Carsten von mir verfolgt habt. Da haben wir ja einen riesen Truhenkeller gehabt. Das war ja Bombe, war das ja. Ob ich nur sowas hinbekomme, weiß ich nicht. Für sowas ist mein Bruder halt zuständig. Der hat immer so geile Ideen. Wir machen jetzt erstmal hier nur diese Ebene, dass wir ein paar Truhen hier reinpflanzen können. Und wir können das jederzeit weiter ausbauen. Nur damit wir jetzt ein bisschen Klumpatsch hier wegbekommen. Das ist ja echt nicht mal feierlich. So, wenn man jetzt hier reinkommt, dann kommt 1, 2, 1, 2. Ach komm, wir gehen schon mal weiter in die Tiefe. Was soll's. Dann machen wir was später so oder so. Dann können wir jetzt auch schon mal anfangen. Weiß, ihr seht jetzt nicht allzu viel. Das ändert sich jetzt gleich. Aber wenn wir die Wand hier weg haben, dann müsste das Licht auch so weit dann hier reinkommen. Ich hoffe nur nicht, dass wir jetzt hier auf eine Höhle stoßen. Das wäre nicht so geil. Wie viel Platz haben wir noch im Inventar? Gar nichts mehr. Okay, das heißt, wir fangen mal an, die ersten Truhen zu bauen. Wir legen jetzt erst einmal das Holz hier weg. Das legen wir weg. Erstmal das, was wir so jetzt erstmal nicht brauchen. Eisen. So, wo ist denn jetzt das Holz? Habe ich das Holz jetzt auch schon weggetan? Ne, hier haben wir es. Boah, ich komme ja schon ganz durcheinander. Das reicht leider nicht. Wir können jetzt erstmal nur 3 Truhen machen. Aber 3 Truhen ist besser als nix. Und wir können... Tun wir das Holz hier weg. Dann nehmen wir mal Akazienholz. Da haben wir jetzt auch ein bisschen was hier angepflanzt. Machen wir nochmal 3. So, dann haben wir schon mal 6 Truhen. Wo haben wir das jetzt hier?
Das lassen wir jetzt hier erstmal hier oben. So, das heißt, hier kommt eine Truhe hin. Und hier kommt eine hin. Und dann kommt hier in die Truhe schon mal Bruchstein rein. Dann die Truhe können wir schon mal Erde reinpacken. Dann haben wir das hier oben auch schon mal weg. Na, lass mich rein. So, dann können wir jetzt schon mal ein bisschen weiter buddeln. Das heißt, hier können dann die nächsten zwei rein. Und hier packen wir jetzt erstmal Lehm rein. Alles, was mit Lehm zu tun hat, kommt jetzt hier unten rein. Eine Spitzhacke müssen wir uns auch nochmal machen. 1, 2, 3. Und Lehm. Alles, was mit Lehm zu tun hat. So, die zweite Spitzhacke. Das heißt, wir müssen gleich an ein paar Bäume fällen. Ne, hier haben wir Lehm. Das kommt hier hin, hier kommen die Stüfchen hin und meinetwegen hier die halben. So, machen wir mal hier ein Feuerchen hin, Fackel. Und dann bauen wir mal weiter aus. Ich glaube, man konnte jetzt auch das Holz mischen. Wir werden jetzt erstmal die Truhen machen, die wir brauchen. Auf jeden Fall auch für Diorit und das ganze Gedöns. Oben können wir ja eine kleine Truhe lassen für Essen. Wenn nötig ist, dann können wir immer noch eine Doppeltruhe daraus machen. Nur so haben wir jetzt schon mal das Nötigste verstaut. Mal das haben. Gehen wir mal in eine Höhle. Ich wollte zwar erst das Dach machen, aber wir brauchen Kohle. Wir brauchen ganz, ganz dringend Kohle. So, es kann hier einer hin, hier einer frei. Das heißt, ich muss noch einen nach hinten. Dann können wir noch mal 4 Truhen insgesamt hier aufstellen. Also 2 mal 2 Truhen. So, dann machen wir jetzt nochmal die Truhen eben schnell. Ach ja, wir brauchen für Holz ja auch noch Truhen, ne? Für Eichenholz und für... Ach, wir haben noch Kohle. Dann nehmen wir die mal. So, dann haben wir hier einmal 8. Und hier einmal 8. Dann machen wir jetzt ganz schnell doch nochmal Lehm. Damit wir gleich doch vielleicht mit dem Dach schon mal anfangen können. Holz, 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 Holz. Daraus kann ich jetzt keine Truhe mehr machen. Boah, das sieht echt richtig geil aus hier am Himmel. Muss man mal so sagen.